Saudi-Arabien lässt sich vieles mit Gold aufwiegen. Wenn Fußballer wie Ronaldo, Messi oder Neymar zu ihrem neuen Arbeitsplatz anreisen, da schickt ein saudischer Prinz schon mal seine Privat-Boeing. Und die drei früheren Megastars sind nicht die einzigen Top-Fußballer, die in der Wüste gelandet sind, um sich in der saudischen Liga ihr Karriereende vergolden zu lassen. Das Land, das immer wieder wegen Nichteinhaltung der Menschenrechte kritisiert wird, kauft sich die alternden Weltstars des Fußballs nicht nur, um sein Image aufzubessern. Es glüht in der saudischen Hauptstadt Riad nicht nur die Kohle der Wasserpfeife. 38 Grad Hitze noch am späten Abend. Der Freundeskreis um Ahmed El-Zeidan schaut ein Spiel der heimischen Liga. Das Gefühl, Woche für Woche Weltstars wie Cristiano Ronaldo zu sehen, sei fantastisch. Es macht uns stolz und es hat uns überrascht. Wir hätten das in Saudi-Arabien nie für möglich gehalten. Weltfußballer Benzema, der Brasilianer Neymar, Koulibaly, Mahrez, Megastars gelockt mit Megagehältern. Die Transfers sind Teil des politisch motivierten Vorstoßes in den globalen Sport. Newcastle United, auch der Fußballverein im Norden Englands, in fester Hand des PIF, des Public Investment Fund, dem zentralen Akteur hinter der weltweiten Sportoffensive der Saudis. Es ist der Staatsfonds, kontrolliert von Mohammed bin Salman. Der mächtige Kronprinz will die Wirtschaft seines Landes diversifizieren, weniger Abhängigkeit vom Öl, hin auch zum lukrativen Sport. Und damit ein verbessertes Image weltweit. Es brauche Einfluss, um seine Ziele zu erreichen, wie bin Salman im Staatsfernsehen offen erzählt. Wenn man in der Welt Einfluss hat, ein gutes Ansehen und den Ruf genießt, in vielen Bereichen Impulsgeber zu sein, dann wird die Welt offener sein für unsere Investitionen und daraus ergeben sich dann wieder neue Möglichkeiten. Ein Kalkül, mehr Fokus auf Fußball statt auf Menschenrechte, eine Ablenkung, so der Vorwurf von Aktivistinnen im Exil, die den Machthaber für Hinrichtungen verantwortlich machen. Es ist immer Mohammed bin Salman, der mit Hilfe des Public Investment Fund investiert. Jeder Cent, der generiert wird durch diese Geschäfte, fließt zurück an ihn. Wir geben ihm dadurch mehr Macht. Wir stärken jemanden, der für Tote verantwortlich ist. Mit Entertainment, die jüngere Bevölkerung zufrieden zu stimmen, für den saudischen Machthaber ein weiterer wichtiger Aspekt. Wünscht er sich doch von Ihnen politische Unterstützung.